Platz 5. Platz 5 geht an Marile Milovic. Sie ist ein echt kölsches Mädchen und eine rheinische Frohnatur. Sie lacht oft und gern. Lustige Rollen sind deshalb zu ihrem Markenzeichen geworden. Nicola. Neben vielen anderen Produktionen spielt Marile Milovic im Moment vor allem in der RTL-Serie Nicola eine leicht chaotische Krankenschwester. Für diese Rolle gab es 2003 den Deutschen Fernsehpreis. Zum zweiten Mal hat sie aber jetzt den Schwesternkittel gegen den Trenchcoat getauscht und die ernste Rolle der Kommissarin Mona Seiler gespielt und konnte so beweisen, dass sie nicht nur lustig, richtig gut ist. Die Arbeit macht mir eine unglaubliche Freude. Und wenn am Ende eines anstrengenden Drehtages, von dem ich das Gefühl hatte, der hat was gebracht, der hat mich angestrengt in einem positiven Sinne und das Gefühl, ich habe da was gefunden für eine Figur, dann geht es mir rasend gut. Ihre Lieblingsrolle bleibt aber nach 6 Jahren und 85 Folgen Schwester Nicola. Im richtigen Leben ist Marile sogar Frau Dr. Milovic. Denn bevor sie sich entschied, im Fernsehen die Macho-Allüren ihres Chefs zu verarzten, wollte sie lieber Vierbeinern helfen und schrieb ihre Doktorarbeit über den Bandscheibenvorfall beim Dackel. Und ohne Zweifel wäre aus ihr eine sehr resolute Ärztin geworden. Genau deswegen will ich nicht mehr mit Ihnen zusammenarbeiten. Genau deswegen bin ich froh darüber. Na, wenn Sie froh sind, dann bin ich glücklich. Zwischen uns kann gar nicht genug Abstand sein. Stimmt. Wenn auf der Raumstation eine Schwesternstelle frei wird, werde ich Sie weiterempfehlen. Klasse. Kann ich Ihnen von oben zuwinken? Auch viele Promis sind inzwischen Fans der charmanten Schnodderschnauze. Eine Frau, die wahnsinnig gut spielt, finde ich. Ich gucke ihr tierisch gerne zu bei allen Rollen, die sie spielt. Und eine Frau, die einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl für die Pointe hat. Die beiden, das ist wie, als wäre es auf deren Leib geschneidert. Und immer dieses ständige Kabbeln. Und sie ist nicht so das Schönchen. Sie versucht nicht erotisch und toll und sexy zu sein, sondern sie ist einfach sie, macht auch mal Grimassen und blöde Gesichter. Also eine Frau mit einer extrem positiven Ausstrahlung, der man halt auch so gerade diese warmen, kumpeligen Rollen extrem abnimmt. Also weil das einfach authentisch ist, glaube ich, das ist sie auch. Und es ist sowieso schwierig für jemanden aus dem Schatten des Vaters rauszutreten und sie hat es mit Bravour geschafft. Also sie ist geil. Als jüngste Tochter des Volksschauspielers Willy Milovic stand Marile schon als 7-Jährige im familieneigenen Theater auf der Bühne. Und sagt von sich selbst, ich war das totale Chaoskind. Denn ihre Mutter schloss eigens nur für Marile eine Haftpflichtversicherung ab, die sie manchmal auch heute noch gut gebrauchen kann. Loslassen! Sind Sie wahnsinnig? Oh, die ist so süß, wenn die ans Set kommt. Die möchte man nur umarmen. Die ist wirklich ganz, 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 ganz lieb. Cool. Was kann ich für Sie tun? Ja, wenn ich das wüsste. Ja, gut, ich komme aber mal wieder. Könnte Marile Milovic mal spielen, die Schwester von Winnetou, damit man sie einmal gegen den Typ besetzt. Die ist meistens dunkelhaarig, die Schwester von Winnetou. Das wäre dann mal eine überraschende Variante. Karl May verspiele Elspe nächstes Jahr Marile Milovic als ein Chochi. Marile Milovic, ihr Platz 5.